entspannende Musik finde, die ich mit reinlegen kann, sobald es losgeht. Also kurz vorab die Story. Es war am Wochenende, ich weiß nicht, am Freitag oder am Samstag, war eine Person da. Eine Frau mit zwei Hunden und einem Mann. Vielleicht haben es schon einige von euch gesehen im Internet. Diese Person hat mich zusammengeschrien, die ist hier voll abgegangen und hat sich damit rausgeredet, dass die ihre Fotos nur für die Hunde gemacht haben, weil die nur ihre Hunde fotografieren wollten und so weiter und so fort. Ja, und haben sich damit halt rausgeredet, dass sie deswegen mich filmen. Die Pointe daran ist, und haben sich damit rausgeredet, dass sie mich filmen, weil ich filme. So. Mich persönlich würde interessieren, erstens mal haben sie gefilmt und Fotos gemacht, bevor ich gefilmt habe. Und zweitens würde mich interessieren, wie genau kommen die darauf, dass sie jetzt die Videos veröffentlichen dürfen. Ich habe schon so viele Leute gefilmt und eigentlich noch nie was veröffentlicht. Es gab hier und da ein paar Kleinigkeiten, aber im Normalfall immer zensiert. Also bei weitem, naja, nicht das, was die Hater alles machen. Und darauf will ich jetzt hinaus. Ich nehme euch jetzt mal mit auf eine kleine Zeitreise. Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht. Ob es jetzt die Fehler in der Schulzeit waren, die Fehler nach der Schulzeit, die Fehler in meinem Beruf oder auch die Fehler auf YouTube, auf das wir uns natürlich beschränken wollen. Ich habe vor mittlerweile, naja, es geht jetzt auf 7 Jahre zu, nee, es geht auf 8 Jahre, Entschuldigung, es geht auf 8 Jahre zu, habe ich meinen Account erstellt. Ich habe am 11.11.11 meine ersten Videos hochgeladen und ich habe irgendwie angefangen 2012 dann aktiver auch Videos für die Allgemeinheit zu machen. Ursprünglich war es für mich, für meine Freunde, so ein kleiner Jux eben nebenbei. YouTube eben, wie ursprünglich viele angefangen haben. Die Hater hatten irgendwann angefangen, in mir jemanden zu sehen, der dumm ist. Hatten angefangen, in mir jemanden zu sehen, der ein Arsch ist, weil ich hier und da Ansichten habe, weil ich hier und da über Sachen denke oder Sachen über Sachen denke, wie auch immer, die andere eben anders sehen, weil ich bestimmte, ja, Gedanken eben habe. Und letzten Endes finde ich es überaus spannend, jetzt mal einen Rückblick auf die letzten Jahre zu machen. Fangen wir bei den ersten Aktionen an. Ariella war eine der allerersten Personen, die hier mich besucht hat. Oder es war eigentlich sogar die erste Person, die mich hier besucht hat, zusammen mit einer Gruppe von Leuten. Und ja, es war eigentlich echt spannend. Wir waren zusammengesessen, wir haben das, was die Hater mir immer vorwerfen, dass ich nicht mit ihnen mache, das habe ich mit denen gemacht. Ich habe mich mit denen zusammengesetzt, ich habe mit denen ein Bier getrunken, alles ganz entspannt, ganz normal, ganz gechillt, war echt entspannt alles. Das war auch schon nachdem ich das Video gemacht habe. Also die wussten natürlich vorher nicht, wo ich wohne. Also das war schon nachdem ich dieses Rage-Video gemacht habe. Das übrigens einer der größten Fehler war überhaupt. Okay, machen wir weiter. Entschuldigung, ich habe kurz einen Gedankenfurz. Ich habe dann mit Ariella irgendwann wieder Kontakt aufgenommen. Das war längere Zeit danach, so ein halbes Jahr später ungefähr. Das war irgendwann 2013, so Mitte, Ende 2013. Das war zur Zeit meines ersten Teamspeaks, glaube ich. Das dürfte so der Zeitraum gewesen sein. Und da ging es auch mit dem Hate erst richtig los. Ariella wusste ich sehr lange nicht, dass eine Haterin ist. Und hat wirklich viel Mist gebaut. Hat mir viele Scheiße vorgeworfen, hat mir viel Scheiße irgendwie auch in den Kopf geworfen. Und ich war halt damals dumm genug, das Ganze nicht richtig zu checken. Im Lauf der folgenden Monate und auch teilweise des folgenden halben Jahres, habe ich halt immer blauäugig, wie ich damals war und auch heute teilweise noch bin, eben immer gedacht, ja, vielleicht liegt es wirklich an mir, vielleicht bin ich eigentlich wirklich zu dumm und merke es nicht richtig, was los ist. Jetzt mittlerweile weiß ich allerdings, dass die Situation anders ist, als sie ursprünglich war. Ja.
Gut, ne? Hinterher ist man immer schlauer. Allerdings würde ich gerne auf einen Punkt zu sprechen kommen, den ich jetzt die ganze Zeit ansprechen werde, nur bei verschiedenen Personen. Ich weiß, wie Ariella mit reellem Namen heißt. Das wissen, glaube ich, mittlerweile auch einige. Ich weiß ungefähr, wo sie wohnt. Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt sowohl ihr Auto als auch ihre Kennzeichen. Ich habe irgendwas mal so ein bisschen Nichtigeres damals auch geleakt, um mich zu rächen, habe allerdings einen gewissen Punkt nie überschritten. Etwas, was in den folgenden und kommenden Jahren immer wichtiger für mich wurde. Gut, zu dem Zeitpunkt, als es mit Ariella schlechter lief, fing die Aktion mit Erdbärchen an. Ja, ich habe jemanden kennengelernt, wir haben uns unterhalten, haben uns super verstanden, haben viel geredet. Wir haben fast jeden Tag gecampt, fast jeden Tag uns unterhalten, fast jeden Tag gesprochen und so weiter. Und wir haben uns echt gut verstanden. Ja? Ich habe mich auch sehr schnell verliebt, muss ich dazu sagen. Und es kam eins zum anderen. Ja? Und ich war damals auf dem Summer Breeze. Es war 2014, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das schon 15? Es könnte auch schon 15 gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls waren wir auf dem Summer Breeze. Da wollte sie angeblich kommen, ist dann aber nie erschienen. Was ein bisschen ärgerlich war. Okay. Kurz darauf, als es dann vorbei war, Summer Breeze rum war, ist sie erschienen. Allerdings nicht bei mir zu Hause, sondern im Stream. Und das war der allgemeine Heiratsantrag, der allerdings nur aus einem Grund zustande gekommen ist. Und zwar aus der Tatsache heraus, dass ich wusste, dass sie noch studiert. Also sie hat mir das erzählt. Und ob sie wirklich studiert hat, weiß ich bis heute nicht. Und das war halt eins beim anderen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ne? Sie wollte unbedingt zeigen, dass sie real ist, dass sie kein Fake ist, dass sie mich nicht verarscht und so. Und ich habe damals gesagt, okay, unter einer Bedingung, weil für mich das ein extremer Liebesbeweis war, wenn sie sich mit den ganzen Hatern anlegt, weil ich ja gesagt habe, du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Und sie es unbedingt machen wollte, habe ich gesagt, okay, ja, wir machen an dem Tag auch so, dass wir eine Verlobung bekannt geben, wenn du das möchtest. Und damals hat sie eingewilligt, dann habe ich halt gesagt, okay, pass auf, dann machen wir ganz einfach, wir lassen dann einfach mal 2-3 Jahre vergehen, bevor wir wirklich heiraten. Ja, Verlobung ist ja nicht gleich, wir heiraten sofort, sondern man kann ja auch mal 1-2 Jahre verlobt sein und dann schauen wir halt, wie es läuft, ja. Also es war nicht geplant, dass wir direkt heiraten oder so nach der Verlobung, sondern es war geplant, dass wir halt uns erstmal verloben und dann halt vielleicht 2-3 Jahre, 4 Jahre später, wenn sie dann fertig ist mit der Uni und alles, dass wir dann heiraten. Ja, das war im Prinzip der Grundgedanke des Ganzen mit der Verlobung. Oder mit dem Heiratsantrag. Und jetzt kommt die Pointe. Ihr wisst natürlich alles, was dabei rauskam, oder ich denke, fast alle von euch wissen, was dabei rauskam. Und letzten Endes lief es eben so, dass sie mich komplett verarscht hat. Mit Hilfe von Dorian, mit Hilfe von Imp und mit Hilfe von, ich glaube, im Nachhinein wurde er tatsächlich, ich glaube, der hatte gar keinen YouTube-Account-Namen, ne? Der war tatsächlich irgendwie nur als Malte bekannt, irgendwie. Jedenfalls, und jetzt werden eigentlich sagen, Imp war da überhaupt nicht beteiligt. Doch, Imp war daran beteiligt, weil sie sowohl Dorian als auch Imp kannte. Also die kannten sich untereinander. Ja, richtig dumm. Aber gut, es ist halt eben so. Finde ich persönlich total assi. Und jetzt kommt wieder mal der Spruch, den ich gerade schon gebracht habe. Ich weiß, wie Erdbärchen, wie sie letzten Endes in die Geschichte einging, mit realen Namen heißt. Sowohl ihren Vor- als auch ihren Nachnamen kannte ich. Ich kannte teilweise sogar ihre Adresse und ich wusste auch teilweise einige andere Sachen. Ob die alle richtig waren, weiß ich nicht. Aber ich hatte genug Möglichkeiten, sowohl Bilder als auch Videos als auch andere Sachen, um sie zu leaken. An meinem Geburtstag, am 2.8.18, gab es die Aktion mit einer bestimmten Person, die ich persönlich eigentlich sehr lachhaft finde. Ich finde den Namen lustig und witzlos, eigentlich gleichzeitig irgendwie, ganz merkwürdig. Es geht um Affenkeks und seinem Kumpel.
Die waren insgesamt zu dritt an dem Tag. Affenkeks selbst ist so ein kleiner, dicklicher Typ. Und sein Kumpel ist ein großer, schlachsiger Typ. Und dann hatten sie noch einen dritten dabei, der auch irgendwie schlachsig war. Der war irgendwie so von der Größe her zwischen den beiden, keine Ahnung. Und angeblich waren sie bei jemandem zum Übernachten eingeladen. Finde ich auch immer interessant, dass sich dann, das sind keine wirklichen Nachbarn, das sind mehr so Leute, die halt eine Wiese hier in der Nähe haben. Und da haben sie halt übernachtet. Ja. Für Leute, die da ein bisschen invited sind, die wissen, um was genau oder wen genau es sich handelt. Da muss man jetzt nicht genau ansprechen, geht hier auch nicht weiter darum. Weiter im Text. Affenkeks und sein Kumpel sind hier schon wiederholt gewesen. Unabhängig davon, dass sie nicht zu mir wollten, sind sie bei mir vorbeigefahren, haben mich schon beim Hochfahren angepöbelt, weil ich zu dem Zeitpunkt bedauerlicherweise draußen war, weil es zu dem Zeitpunkt dazu kam, dass ich aus Luftballons weggemacht habe und andere Sachen von anderen Hatern, die schon weg waren. Und ja, ich habe dann halt alles versucht, um halt erst einmal ein bisschen Ruhe zu haben. Und dann kommt halt gerade Affenkeks mit seinem Kumpel daher in einem protzigen geliehenen Schlitten mit irgendeinem BMW, wo sie dann rumgepostet haben und was weiß ich alles. Und lauter so ein Zeug, wo sie halt immer einen auf dicken Macker machen. Ja, und wie gesagt, die sind auch schon zum wiederholten Mal da. Ich bin mit dem Typen in dem roten Shirt auch schon wiederholt aneinander geraten, auch in der Vergangenheit, weil es irgendwie ein Typ ist, der irgendwie, ich weiß nicht, entweder ist es wirklich ein Schlägertyp oder ist es einfach ein Typ, der mich gefressen hat, ich weiß es nicht. Für die Leute, die es nicht wissen, gefressen hat, sagt man so, wenn jemand einen anderen nicht ausstehen kann. Das ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen so fränkische Metapher, keine Ahnung. Metapher vor allem, ja. Gut, das ist ein guter Wortbau. Vergesst das, egal. Ja, und weiter im Text ging es dann damit, dass, und das wissen, denke ich, viele, wo das Video gesehen haben, Affenkeks, sein Kumpel, habe ich von meinem Grundstück weggeschubst, wo er hergegangen ist und mein T-Shirt absichtlich zerrissen hat. Ich meine, er hat mir das ganze T-Shirt zerrissen, was mich in dem Moment extrem angepisst hat, weil ich das T-Shirt zum Geburtstag gekriegt habe. Ich bin dann auf ihn losgegangen, habe ihn eine verpassen wollen und alles, habe ihn auch erwischt, aber ich habe ihm seine Würde gelassen. Ich habe ihm sein T-Shirt nicht zerrissen. Und ich habe ihm auch keinen anderen finanziellen oder anderweitigen Schaden zugefügt. Er allerdings hat meinen Torhammer geklaut, also meinen Anhänger, der für mich mehr einen sentimentalen Wert hatte, weil es der allererste Torhammer war, den ich geschenkt bekommen habe und auch generell der erste, den ich überhaupt hatte. Es war ein Geschenk von einem meiner damaligen besten Freunde, oder eigentlich, ja, ist einer meiner besten Freunde, und von dem habe ich den Torhammer geschenkt bekommen und den hat der Typ geklaut. Wohlgemerkt, er hat ihn wirklich geklaut. So. Die Pointe an der ganzen Sache ist, dass die Typen dann eigentlich ja relativ unbehelligt abziehen konnten. Sie haben ein Video gemacht, das veröffentlicht wurde. Sie haben mich angegriffen. Sie haben mein T-Shirt zerrissen, was für mich einen finanziellen, wobei es eigentlich auch ein Geschenk war, also auch einen materiellen Wert darstellt, beides zerstört. Mein Torhammer, der für mich einen extrem emotionalen und sentimentalen Wert hat, haben sie gestohlen und verkauft, soweit ich weiß. Und das ist das Härteste an der Aktion, die sind dafür davongekommen. Ich habe bis heute keinerlei finanzielle oder auch irgendwie anderweitige Entschuldigung oder Entschädigung bekommen. Bis heute nicht. Es ist jetzt mittlerweile, was ist denn für ein Datum? Wir haben den 24.04.2019. Also es geht jetzt fast auf ein Jahr zu. Ich habe von denen weder eine Entschuldigung noch sonst irgendwas in die Richtung bekommen. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein absolutes No-Go. Die haben weder eine Entschuldigung noch noch irgendwas anderes. Also ich hab nicht mal... das Witzige ist, man weiß, wer sie sind. Man weiß, wer sie sind. Wir wissen, wer sie sind. Wir wissen ihre Adresse. Ja, ich habe Affenkeks Adresse. Das ist das Nächste. Ja. Affenkeks hat mir, ich glaube, ich weiß gar nicht, was der mir schon alles angetan hat, von verschiedenen Videos, wo er mich geleakt hat, von verschiedenen Angriffen, von verschiedenen anderen Aktionen, alles, was er schon gemacht hat. Ich hätte so viel Grund, den komplett zu leaken. Ich habe mal sowas in die Richtung geleakt, ja, wo ich irgendwelchen Blödsinn ins Internet gestellt habe. Es war aber kein richtiger Leak. Das war irgendwas Überschrittenes und was weiß ich alles. Aber ich habe Affenkeks tatsächlich nie geleakt.
Und ich hätte die Möglichkeit dazu gehabt. Und auch die anderen, die da dabei waren. Und ich hätte sowohl Affenkeks als auch dem anderen Typen in Stücke reißen können. Mit Leichtigkeit. Ich meine, ich habe den Typen rumgehauen wie ein Tanzbär. Ich meine, der hat keine Chance gehabt. Ich habe den total weggeschubst. Alle sagen, du hast voll geschnauft. Ja, das ändert aber nichts daran, dass ich den trotzdem weggeschubst habe. Ich meine, was meint ihr, warum der nicht wirklich auf mich losgegangen wäre? Meintet ihr wirklich, er hätte eine Chance gegen mich gehabt? Ich meine, ich bin über, wie groß bin ich? 1,90 und ich wiege fast 200 Kilo. Ja, nicht ganz, aber fast. Zu dem Zeitpunkt habe ich 180 ungefähr gewogen. Also das ist total lächerlich, letzten Endes. Ich finde es, die ganze Aktion ist total asozial. Und es ist halt nichts gegen den Typen unternommen worden. Bis heute nicht. Der Typ läuft immer noch frei rum. Und ist total assi. Und ist ja Wiederholungstäter auch. Der ist ja nicht zum ersten Mal da. Der hat mich schon in der Vergangenheit oft angegriffen. Aber, wie gesagt, worauf ich letzten Endes hinaus will, ich will mich jetzt nicht ausholen, Entschuldigung, das war vielleicht ein bisschen viel jetzt. Aber worauf ich hinaus will ist, ich habe dem Typen nichts getan. Weder damals noch heute. Und ich habe auch nie vorgehabt, dem was zu tun. Und ich werde auch nie vorhaben, dem was zu tun. Egal, ob ich den noch 100 Mal treffe. Weil ich besser bin als das. Das habe ich nicht nötig. Ich wüsste auch gar nicht, warum ich das nötig haben sollte. Ich weiß nicht. Also, letzten Endes, und jetzt kommen wir mal zu der Aktion, die jetzt eben erst war. Also kommen wir quasi wieder mehr oder weniger in der Gegenwart an. Die Aktion jetzt vor ein paar Tagen, das war jetzt auch wieder eine etwas krassere Aktion, wo ich mir denke. Wobei es gab zwischendurch noch eine andere Aktion, auch mit so einer komischen Schreckschraube. Aber wir kommen jetzt trotzdem mal zu der Gegenwart. Resolution, das erste Video. Sie haben ein Video hochgeladen von mir, wo ich mich mit der Tusse da streite. Ist es nicht irgendwo banal, dass die Leute mir immer vorwerfen, die Hater werfen mir immer vor, dass ich mich so schlecht verhalte, dass ich da und da Scheiße baue, dass das und das, was ich mache, immer Blödsinn ist und dass immer ich derjenige bin, der schuld ist an allem. Aber gleichzeitig sind immer die Hater es, die das zuerst machen. Ariella hat mich damals mit dem Ziel angegriffen oder angeschrieben oder angemacht oder was weiß ich alles, um mich zu verarschen. Das gleiche gilt für Erdbärchen. Und auch im späteren Verlauf. Die Leute, die mich mit Messern, Schusswaffen, Schlagstöcken, Stöcken allgemein, mit Fäusten, mit Schlagringen und was weiß ich noch alles angegriffen haben. Auch diese Personen haben mich angegriffen und sind hier vorsätzlich mit diesen Sachen aufgetaucht. Ich meine, gut, Fäuste kann man schlecht zu Hause lassen. Aber abgesehen davon, es gibt so viele Leute, die hier tatsächlich mit Sachen kommen, mit denen sie auf mich losgehen. Und ich meine, der Typ mit dem Schlagstock, ich meine, erstens mal ist ein Teleskopschlagstock verboten in Deutschland. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, der hatte den ja nicht einfach so dabei. Ich meine, wie viele Leute tragen einen Teleskopschlagstock spazieren, wenn sie nicht gerade bei der Polizei oder beim Security-Team sind? Und selbst dann ist es ein Gummiknüppel und der, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob man in Deutschland überhaupt einen Gummiknüppel als Polizist tragen darf. Eine Waffe, ja, natürlich. Aber alles darüber hinaus, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Noch kein Haus mit Eiern beworfen. Geschweige denn andere Personen. Ich habe noch nie, ohne provoziert worden zu sein oder einfach um meinen eigenen Spaß zu haben oder mir einen eigenen Kick zu geben, andere Leute angegriffen. Weder mit noch ohne Waffen. Weder körperlich noch verbal. Körperlich teilweise auf jeden Fall nicht. Aber ich bin euch moralisch überlegen. Teilweise ist es, was ich mache, definitiv moralisch auch verwerflich. Obwohl ihr eigentlich auch mal bedenken solltet, dass es eigentlich mein Leben ist, das ich führe. Wenn ich gerne Videos auf bestimmten Plattformen mache, die ihr für verwerflich haltet, dann müsst ihr sie nicht gucken. Jeder beschwert sich über meine Videos, aber schaut sie irgendwie trotzdem an. Dann kommt die Sache, dass Leuten meine Let's Plays nicht gefallen oder meine Videos auf dem Hauptkanal. Na zur Hölle, was schaut ihr sie dann an? Ihr braucht euch doch nicht darüber aufregen, wenn ihr sie nicht schaut. Irgendjemand meinte mal, ich bin wie ein Autounfall. Man kann nicht hinsehen, aber auch nicht wegsehen. Man kann nicht helfen, aber möchte gerne. Naja, also die meisten, die ich beim Autounfall sehe, ich persönlich mache das normalerweise nicht, ich halte an und frage, ob ich helfen kann, aber viele beim Autounfall fahren einfach weiter. Das sind sogar die Mehrheit von den Menschen. Da gab es, glaube ich, sogar mal irgendwann so einen Test dazu. Permanent am Rumschreien. Ich bin auch nicht permanent irgendwie am Ausrasten.
ich raste nur dann aus, wenn die Leute mich angreifen. Ich kämpfe nur, wenn ich kämpfen muss. Und ansonsten bin ich ein ganz normaler Typ wie jeder andere auch. Ich mache vielleicht einen anderen Beruf als ihr, aber das gilt für den Typen, der an der Kasse im Kino steht, genauso wie für den Typen, der in der Kasse am Rewe steht, für den Typen, der auf dem Bau arbeitet, zwei Straßen weiter, sowie für den Typen, der in der Bank arbeitet, um die Ecke. Oder von mir aus auch der Typ, der in China glaube ich war das, die Rikschas zieht. Leute, wenn ich nicht gerade meine Videos mache und wenn ich nicht gerade irgendwie online bin oder gefilmt werde oder befürchte, gefilmt zu werden, dann bin ich ein ganz normaler Mensch, so wie ihr alle auch. Schon wieder Arbeit. Ich habe meine Freunde, mit denen ich viel unternehme, wenn ich dann mal Zeit habe, was bei mir relativ selten vorkommt. Und ich mache ansonsten nichts anderes als ihr. Ich habe vor einiger Zeit ein Video aufgenommen, bei dem ich unter anderem auch zu anderen YouTubern sprechen wollte und sowas sagen wollte wie: Ich will nur eine faire Chance. Mittlerweile bin ich bin der Meinung eigentlich schon länger, aber jetzt in der letzten Zeit immer mehr. Ich bin wirklich nicht mehr in der Situation, dass ich versuchen möchte, mich mit anderen YouTubern abzugeben. Weil egal, ob es ein Iblali oder ein Tanzverbot ist, egal, ob es ein Unge oder ein Gronkh ist, ob es ein großer oder ein kleiner YouTuber ist, alle YouTuber, die mich derzeit meiden, brauchen auch nicht angeschissen kommen, wenn ich irgendwann mal so groß bin, dass sie mich nicht mehr meiden möchten. Wie ich schon sagte, ich bin nur ein Typ, und das habe ich schon vor Jahren gesagt, ich bin nur irgendein Typ, irgendein Spinner, wie ich immer so schön sage, der Videos macht. Ich versuche genauso wie ihr über die Runden zu kommen und ich versuche das Beste aus meinem Leben zu machen. Ich bin nun mal nicht mit einem goldenen Löffelchen im Mund geboren worden. Ich habe alles, was ich habe, alle meine Klicks, alle meine Abos, alle meine Zuschauer, all das, was ich besitze, habe ich mir erarbeitet. Mein Haus habe ich geerbt, okay. Aber das war, und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen merkwürdig oder auch wie Heuchelei oder Lüge klingen, aber auch für mein Haus musste ich tatsächlich kämpfen. Und zwar mit meiner Mutter und meiner Schwester, weil beide wollten das Haus, aber hätten beide das Haus bekommen, das Haus würde nicht mehr existieren, es wäre verkauft worden. Einige würden vermutlich sagen, ja, schön, wäre besser gewesen, zieh aus und such dir eine andere Wohnung. Meine Familie lebt hier seit, ich weiß gar nicht, 300, 400, 500 Jahren. Ich weiß nicht, ich habe meine Familie mal ein bisschen zurückverfolgt. Allein meine Scheune ist 200 Jahre alt, plus minus. Die ist irgendwann vor 200 Jahren ungefähr, ist immer weggebrannt, glaube ich, wenn es richtig ist noch, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber die Sache ist letzten Endes wirklich die, meine Familie wohnt hier, ich weiß gar nicht wie lange. Und ich möchte auch, dass es so bleibt. Ich habe alles dafür gegeben, dass ich hier bleiben kann. Und ich werde nach wie vor alles dafür geben. Ich habe auch schon oft überlegt, ob ich nicht vielleicht umziehen sollte, ob es mir vielleicht leichter fallen würde. Auch habe ich oft überlegt, ob es leichter wäre, wenn ich einfach YouTube aufhören würde und einfach wieder ganz normal arbeiten gehen würde. Unabhängig davon, ob ich dann mehr oder weniger verdienen würde. Aber, und ich weiß, dass euch dieser Satz jetzt wahrscheinlich nicht gefällt, weil ihr ihn aus I Am Legends kennt oder vielleicht sogar direkt von Bob Marley, aber ich kann nicht aufhören, selbst wenn ich es wollte. Denn die Hater, die die Welt schlechter machen, die nehmen sich auch nicht frei, die hören auch nicht einfach auf. Es gibt zwar ein paar, die einfach mal verschwinden, aber das sind dann halt die Schwächeren davon. Und ja, Leute, und jetzt spreche ich mal zu den Leuten, die selbst in ihrem Leben gemobbt werden und angegriffen werden. Kämpft. Lasst euch nicht unterkriegen. Schaut mich an. Ich werde jeden Tag angegriffen. Von Hunderten von Leuten. Ob es jetzt im Internet ist, ob es im realen Leben ist. Leute schmeißen bei mir Böller und größere, also das kann man ja mal Böller nennen, das sind schon richtige Granaten teilweise. Und das ist kein Witz, auch wenn da viele drüber lachen. Ich habe hier was gehabt, was mir Aluminium oder Blech zerrissen hat, was mir
ein Loch in den. Der hat mir ein Loch ins Garten, in den Garten gesprengt. Und das ist kein Scheiß. Also, kämpft, Leute. Gebt nicht auf. Die eigentliche Minderheit sind nämlich nicht wir, die gemobbt werden, sondern die Hater. Denn hunderte Hater sind immer noch alleine. Denn hunderte Hater sind immer noch einsamer als einer von uns. Das ist der Grund, warum sie sich in die Masse flüchten. Ich danke euch fürs Zuhören. In dem Fall wirklich zuhören, nur zuschauen kann man ja nicht sagen. Ich hoffe, das Video macht euch jetzt nicht aus, dass es so lang ist. Ich habe jetzt ziemlich viel gelabert.